Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im Transymbol 2. Wir fahren mit der Baureihe 143 hier von der RBH, Lokomotive 638-5. Wir stehen hier gerade in Rödau und werden uns in Richtung Dresden uns begeben. Das Repaint gibt es zum Download im Railsim Forum. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Hier auch mit all den ganzen Details, die man hier so braucht. Gut, ob DB Regio AG, ob DB Regio immer noch diese Lok besitzt, weiß ich nicht. Vielleicht ist sie nur ausgeliehen an die RBH. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber unser Signal ist rot. Ja gut, wir haben hier einen Güterzug bestehend aus diesen SGGMRSS-Wagen, glaube ich. Da SGGMRSS, genau. Die haben eine Vmax von 120 km/h, glaube ich. Und der Zug ist komplett unbeladen bis da hinten. Ja, gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Oder ist hier sonst noch irgendwas unterwegs? Nö, jetzt gerade nicht. So, wir steigen mal ein und ich will auch heute mal mit der Hilfssteuerung fahren, statt nur mit dem V-Sollsteller. Aber da gucken wir jetzt gleich mal, wie das funktioniert. Erstmal Bremsschlüssel ein. Blenden wir die Zugbremse, die Lokbremse komplett zu 100% an. Machen uns mal ein bisschen Licht. Oh, ziemlich dunkel hier. Machen wir uns mal das starke Licht an. Ja, schon besser. So, dann nach hinten in den Maschinenraum. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Gab es nicht einen Lichtschalter? Naja. So, knien wir uns mal ganz kurz hin. Batteriehauptschalter an. Okay. SIFA lassen wir heute mal aus. PZB-Hauptschalter. Nein, erstmal den PZB-Modus gehen wir in die mittlere Zugart. PZB ein. Zu der Bremsauswahl kann ich nicht viel sagen, weil ich mich damit noch nie be wirklich beschäftigt habe. Dann zurück. Können wir aufstehen? Ja. Zurück in den Führerstand. Gucken wir, ob der passende Stromabnehmer oben ist. Ja, ich denke, das ist okay. Der hintere Stromabnehmer, das müsste eigentlich klappen. So, Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsposition. Die 70 leuchtet auf. Sehr gut. Signal ist immer noch rot. Okay. Hier ist die PZB-Einrichtung. Spitzensignalhelligkeit aufblenden, normal aufblenden, normal lassen wir mal. Fahrgasttüren brauchen wir heute nicht. Makrofon, nö. Bremsüberbrückung, Sander ist da. Okay. So, Oberleitungsstrom. Moment, das ist die Zugsammelschiene. Die lassen wir aus. Zuglichter aus. Stromabnehmer ist schon oben. Hauptschalter ist drin. Es ist echt dunkel hier drin. Von da oben. Ich kann das kaum lesen, was hier oben steht. So, Handbremse ist gelöst. Kompressor automatisch. Lüfter automatisch. Das ist okay. So, haben wir sonst noch irgendwas zum Spielen? Aha, interessant. Bei dieser Perspektive kann ich mich nach rechts, kann ich mich einmal hier im Kreis drehen, aber nicht nach oben und unten. Interessant. Gut, dann Notbremsventil geschlossen. Hier die SIFA, wie gesagt, lassen wir heute mal aus. Geschwindigkeitswähler machen wir an. Gehen wir mit dem Zugkraft- und Bremskraftwähler mal runter auf, ja, 40% und versuchen mal wirklich mal heute mal mit der Hilfssteuerung zu fahren. Lokführerpultbeleuchtung machen wir uns noch an und Instrumentenbeleuchtung brauche ich bitte auch noch. Anzeigen, Überprüfung. Okay, da sehe ich jetzt nichts. Leuchtmeldertest geht nicht. Türfreigabe brauchen wir nicht. Okay, so, dann stimmen wir mal ganz kurz auf, weil ich mir hier diese Anzeigen näher angucken möchte. Machen wir uns dafür das Licht an. Also, wir haben 15 kV Oberspannung. Temperaturanzeige ist, glaube ich, nicht simuliert.
weil wir hier bei 0 sind, Oberstrom, ist die Nadel auch auf 0. Haben wir hier noch irgendwas? Ja gut, okay, den brauchen wir heute nicht. Umschaltensicherung, aha, aha, aha. 120 km/h. Mhm. Lichtpult, okay. So, dann dürfen wir ausfahren. Gucken wir uns noch die Lok einen Augenblick von außen an. Ah. Mittleres Signallicht ist an. Das bitte auf weiß und das bitte auf weiß. Jawohl, die Frage ist, haben wir Zugschluss dafür? Haben wir. Sehr, sehr gut. Also ich finde schon, das ist eine hübsche Lok, oder? Also ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Blauton das ist. Aber ich finde dieses Dunkelblau, das steht der 143 schon wirklich, wirklich gut, würde ich behaupten, oder? Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich hier dieses Repaint wirklich zeige. Der Download-Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Ganze gibt es im Railsim-Forum zum Downloaden. Und das hier ist eine ganz normale Fahrplanfahrt. Wir stehen hier in Röderau und oder Röderau, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird, fahren nach Dresden. Und das Ganze um 14.03 Uhr, falls es jemand auch machen möchte. So, genug des Vorgeplänkels. Rein in die Lok. Wir haben das Signal HL12A, also eine Geschwindigkeit, Geschwindigkeit 40 km/h, Ermäßigungen. Halt zu erwarten. Nee, Moment, die obere Lampe hier blinkt. Das ist dann kein HL12A, sondern das ist ein HL9A, also Fahrt mit 40 km/h, dann mit 40 oder mit 60 weiter. So, wir lösen. Hoffentlich können wir abfahren. Nee, Moment. Wo ist das Problem? Bremsschlüssel auf an. Zugbremsen sind gelöst. Direkte Bremse ist gelöst. Machen wir den Lüfter an. Das brauchen wir nicht. Fahrtrichtungswender ist dann. Ah, der Geschwindigkeits. Nee. Theoretisch müssten wir doch fahren können. Was fehlt dir denn, liebe Lok? Das ist gelöst, das ist gelöst. Bremsschlüssel ist umgesteckt. Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Ist irgendwo eine Handbremse aktiviert? Mhm. Wir haben hier immer noch hier diesen Interlock, sodass wir nicht fahren können, aber ich weiß nicht, woran es liegt.
Wir haben ja Strom. Ach so. Ah. Geschwindigkeitswähler aus. Nee. Der Geschwindigkeitswähler muss schon in der einen Position sein. Ah, jetzt geht's, glaube ich. Jawohl. Dann schalten wir mal die Fahrstufen langsam auf. Ich weiß jetzt nicht genau, woran wo das Problem war. So, dann gehen wir mal mit den Fahrstufen nach oben. Denke, Fahrstufe 9 ist okay. Ich kann nicht erkennen, ob das, ob die Oberstromanzeige funktioniert, weil es so dunkel da oben ist. Weiß ich nicht. So, bedingter Auslauf. Nein. Ah! Runter, 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 runter. Runter. So, was haben wir da? So, das war ein HL3B, glaube ich. Fahrt mit 60, dann dürfen wir auf Höchstgeschwindigkeit hoch, was bei uns die 120 sind. Genau, ab da vorne dann die 120. Das nächste Signal ist auch grün. Wir drücken auf PZB frei und dürfen dann die 120 auch ausfahren, sobald wir über die Weiche sind. Das war mal ein langer Güterzug. Tatsache. So, dann. Mit der Hilfssteuerung wieder die Fahrstufen aufschalten. Ich würde sagen, Fahrstufe 15 könnte, glaube ich, reichen. Mal sehen, was die Lok macht. Ja, weil ein bisschen mehr ist, glaube ich, nicht schlecht.
genau als ich einen Screenshot gemacht habe, kam das Gestrüpp. So. Ein bisschen mit den Fahrstufen hoch. Ja, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich mit der Hilfssteuerung an sich fahre, ohne den Geschwindigkeitsvorwähler zu benutzen, weil ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, wie tatsächlich die Lok gefahren wird. Ich sage nicht, dass ich realistisch fahre. Das tue ich mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht, aber das ist auf jeden Fall deutlich interessanter als immer den V-Sollstellen zu benutzen. Ist auch schön herbstlich heute. Noch ein bisschen hoch. Es macht halt immer extrem viel Spaß, mit diesen älteren Loks zu fahren, von denen wir leider nur sehr wenige haben, weil man da einfach deutlich mehr machen kann. Man kann die viel mehr Hebel und Schalter benutzen, die man umlegen kann, die machen dann irgendwas, die haben irgendeine interessante Funktion. Und es ist halt einfach viel cooler als eine Trax oder sowas zu fahren, die ja auch super schön ist und auch viel Spaß macht, aber ich bin dann eher ein Fan von Oldschool. Und jetzt, nachdem ich mich so ein bisschen mit der 143 auch beschäftigt habe, ist das eigentlich ganz cool zu sehen, wie die also halbwegs gedacht ist zu fahren. Wir haben jetzt gleich die 120 erreicht. Dann würde ich sagen, ich will das jetzt mal mit dem bedingten Auslauf ausprobieren, weil theoretisch müssten dann die Fahrstufen wieder. Ne, Moment, der freie Auslauf. Gibt es einen freien Auslauf hier? Eine Zugkraft? Ne. Komm, löschen? Ne. Also wenn, dann ist es der bedingte Auslauf. Ja, okay. Dann verringern wir selbst die Fahrstufen. Bevor wir jetzt hier über unsere Höchstgeschwindigkeit hinausgehen. Was wir jetzt machen, ist den V-Soll-Wähler nehmen. In die 120er Position einrasten lassen und jetzt das Fahrprogramm nur Zugkraft wählen, dann müsste nämlich jetzt AFB-mäßig die Lok von alleine wissen, wann sie Fahrstufen wieder aufschalten muss, damit sie die 120 hält. Jawohl, das tut sie auch. Genau, ja, jetzt wird Fahrstufe 2 eigenmächtig aufgeschaltet. Fahrstufe 3, wir werden immer langsamer. Fahren jetzt 115. Ja, komm, hau mir noch die Fahrstufe 4 oder 5 rein. Jawohl, jetzt sind wir in Fahrstufe 4. Fahrstufe 5. Ein bisschen langsam macht sie das, aber wir können ja hier dann ein bisschen mehr Zug- und Bremskraft wählen. Dann müssen die Fahrstufen schneller hochgeschaltet werden. Gehen wir jetzt mal auf so 80%. Und wir haben da die Ankündigung von 120 für das abweichende Gleis. Wobei, nee, nicht 120%, aber 100% können wir jetzt mal ruhig wählen.
So, 160 dürfen wir hier fahren. Können wir jetzt noch leisten? Ja, Tatsache, wir können immer noch mit der Hilfssteuerung die Fahrstufen erhöhen. Und der müsste aber trotzdem automatisch abschalten, sobald wir die eingestellten 120 erreicht haben. Wir haben ja hier mit unserem V-Sollsteller die 120 eingestellt. Oder funktioniert das nicht? Bist du doch eigentlich. Ah, jetzt. Ach so, also der blaue Balken ist hier an. Das heißt, der V-Sollsteller ist aktiviert. Hallo? Ups, wir sind aber nur auf 110. Gehen wir hoch auf 120. So, wenn ich jetzt eigenmächtig die Hilfssteuerung benutze. Was passiert mit dem blauen Balken? Ah, der wird ausgeschaltet. Okay, dann funktioniert der V-Sollsteller tatsächlich nicht mehr, sobald man hier bei der Hilfssteuerung etwas umgestellt hat. Wir sind jetzt aber wieder fast bei den 120. Wir sind immer noch im Programm der Zugkraft. Also sprich, dass da selbstständig Zugkraft aufgeschaltet wird. Schon interessant, oder? Also die Funktionsweise der Lok, die 112 ja auch sehr, sehr ähnlich. Die 156, die wir nicht im Spiel haben, ist ja auch funktioniert nach dem gleichen Prinzip, würde ich behaupten. Genau, also wir verlieren jetzt wieder ein bisschen Geschwindigkeit, weil es hoch geht. Wir sehen es 0,3%, aber gleichzeitig sind wir jetzt schon in Fahrstufe 8. Fahrstufe 9, ja, jetzt. Was haben wir denn da? Noch eine 185. Hallo. Sehr schön. So, für uns ist weiterhin alles grün. Und wir haben die 120 wieder erreicht. Die Frage ist, nimmt er jetzt automatisch auf die E-Bremse, wenn wir schneller als 120 werden? Nein, das macht er glaube ich nicht. Kann das sein? Aber wenn wir jetzt bei nur Bremsen ins Programm reingehen, was machst du dann? Ah, guck mal, dann wird die E-Bremse benutzt. Jawohl. Wahnsinn ist. Also, wenn man einmal hier das mit der Hilfssteuerung so ein bisschen raus hat, das macht viel, viel mehr Spaß. Gehen wir ein bisschen mit der Zugkraft wieder runter. So, gehen wir wieder ins Programm nur fahren, beziehungsweise nur Zugkraft. Man muss nicht die Programme löschen, man kann da zwischen diesen beiden hin und her switchen, ohne die Programme zu löschen. Zumindest hier in der Simulation, aber ich glaube, in echt ist das auch so. Und noch eine 185. Das ist die Rush Hour der Güterzüge. Bleiben wir bei uns in der Lok. So, wir werden wieder ein bisschen langsamer, also mehr Zugkraft hoch. Also hier die Zugkraft in Prozent. Oh, also ich glaube, nachdem ich jetzt so ein bisschen hier den Kniff raus habe mit der 143, zumindest bilde ich mir das jetzt ein, habe ich doch extremst viel Spaß dazu gewonnen mit dieser Lok. 120er Ankündigung.
Ich glaube, die 143 wird noch ein paar Mal hier auftauchen in dem Kanal. Wobei die auch die 143 noch mitgeliefert wird für die Taranta-Rampe, also für Dresden-Chemnitz. Heißt also, auch da werden wir mit der 143 ein paar Runden drehen. So, na, schalten wir ruhig ein bisschen mehr Leistung auf. Das geht ja jetzt ordentlich hoch. Hier sehen wir auch, der Fahrmotor luftet das an. Immer noch viel zu dunkel da oben, obwohl das starke Licht jetzt hier an ist, aber hier oben nichts. Das Signal ist grün. Ich will noch mal ganz kurz nach oben hier hoch gucken. Ach, guck mal, die Ampere-Anzeige, die Oberstromanzeige funktioniert doch. Was ist das Oberstromlimit dieser Lok? Steht das hier irgendwo? Das ist für die PZB. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Was ist das Oberstromlimit der 143? Das muss ich mal ganz nebenbei googeln. Ich hoffe, dass ich keine Zwangsbremsung in der Zeit bekomme. Ah, ne, sieht aber gut aus. So, was sagt denn der Wikipedia-Eintrag? Weiß ich nicht, werde ich jetzt gerade nicht schlau draus. Achten wir einfach darauf, dass wir nicht zu viel auf einmal aufschalten. So, es geht wieder runter. Heißt also, wir wechseln mal in den Modus nur Bremsen. Und gucken, ob die Lok automatisch wieder bremst. Ja, man sieht es hier schon mit einem Kilonewton wird tapfer die Geschwindigkeit gehalten. 2 Kilonewton, jawohl, das macht die Lok hervorragend. Interessant wird es natürlich, sobald wir in irgendeiner Form von der PZB runtergebremst werden, ob das dann auch noch so gut funktioniert oder ob da nicht doch die erste Zwangsbremsung hagelt. Ich wage fast zu behaupten, ja. Jawohl, 120 wird gehalten, nach wie vor geht es ein bisschen runter. Kilometer 17,6. Kann ich mal kurz auf die Karte gucken, wo wir gerade sind. Ach ja, hier an diesem Ort ohne Namen. Und wir enden hier an diesem Ort ohne Namen und haben hier irgendwo angefangen an diesen Orten ohne Namen. Ja, die Map in TSW2 ist gewöhnungsbedürftig. Aber die soll ja irgendwann noch überarbeitet werden. Irgendwann. Das ist zwar jetzt noch nicht in Produktion, aber irgendwann kommt das vielleicht noch. So, was kommt auch? Ein ICE. Was können wir machen? Können wir hier aufblenden? Funktioniert das? Tatsache. Hallo. Also ich habe jetzt vielleicht viel Quatsch erzählt über die Art und Weise, wie die 143 gesteuert wird in Realität. Das kann gut sein.
Also nimmt es nicht für bare Münze, aber so wie ich es verstanden habe, wird die wohl in etwa so gestaltet, wie ich es gemacht habe. Falls es jemand besser weiß, gerne in die Kommentare rein, wie immer. Da gibt es ja ein paar, die mich da ganz gerne darauf hinweisen, wie das dann in Realität funktioniert. Der TFNRW zum Beispiel, der macht das immer ganz gerne. Und aber auch noch ein paar andere. Also falls jemand tatsächlich Erfahrung hat mit der 143 oder der 112 oder der 156, gerne mal in die Kommentare. Ups. Sondern noch 14 Kilometer. Geht immer noch bergab. Boah, FPS zahlenmäßig. Boah. Wie gesagt, ihr wisst es ja, ich habe lieber die höheren Grafikeinstellungen für etwas niedrigere FPS, aber so im Bereich 35 ist noch meiner Meinung nach verkraftbar. Also für mich zumindest. So, Ankündigung auf 130, das R steht für Radebeul. Jetzt geht's mit 0,6 Prozent runter, 0,1. Okay, gut, das galt nicht für uns. Wir dürfen 130 theoretisch fahren. Also es geht weiterhin bergab. Und da vorne haben wir einen Dosto. Grüßen wir den auch mal eben mit einer 143. Noch 10 Kilometer. Okay, wir sind wieder in der Ebene, also gehen wir ins Programm Low Zugkraft. Signal ist grün. Das links hier auch, wer weiß, vielleicht werden wir gleich noch überholt. Das macht richtig, richtig, richtig viel Spaß heute, muss ich wirklich sagen. Also 143 mit Hilfssteuerung kommt auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder, definitiv. Vielleicht dann mein Regionalexpress oder eine S-Bahn, das ist dann noch ein bisschen anspruchsvoller, würde ich behaupten. So, den werden wir gleich vielleicht überholen. Vermutlich sogar. Der Deutschen Reichsbahn. So, noch 6,8 Kilometer. Schön hier, ne?
So, wir sind jetzt hier langsam im Speckgürtel von Dresden. Ich weiß gar nicht, welche Haltestelle das hier ist. Das ist, glaube ich, Radebeul, ne? Genau, Radebeul Ost. Hier vorne mit der Schmalspur. Unsere Lok hält weiter in die 120. Sehr, sehr gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir, wenn wir bremsen müssen, vorher an dem V-Sollsteller etwas ändern müssen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich automatisch, dass der V-Sollsteller dann in der Funktion abgeschaltet wird, sobald wir hier Bremskraft benutzen. Wir sollten nur vorher darauf achten, dass wir haben die 80er, 80 in 3 Kilometern. Wir sollten dann vorher nur darauf achten, dass wir das Fahrprogramm löschen, sodass da keine Leistung mehr aufgeschaltet wird. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Programm löschen. So. Fahrprogramm ist weg. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mit dem V-Sollsteller in die Einstellung. Na, warum bremst du denn? Das wollte ich jetzt nicht. Müssen wir gar nicht verändern. Und lassen uns jetzt mal hier ausrollen. Wir müssen noch achten, der mittlere Zugart heißt also 70 ist die Prüfgeschwindigkeit. Da müsste gleich irgendwann auch schon die 80er Ankündigung kommen. Und da vorne kommt auch noch ein Kollege. Ah, die FPS gehen wieder runter. Wir sind hier im Stadtgebiet von Dresden. Grüßen wir Amma. Schnell runter auf die 70. Schneller, komm schon. Come on. So, gehen wir ein bisschen mit der Hilfssteuerung, nehmen wir wieder die Leistung hoch. Nehmen wir aber nicht die 120%, sondern geben wir auf 60 ungefähr. Wir wollen ja keine Flachstellen haben. Ab hier gelten die 80. Die Frage ist, klappt das jetzt mit dem bedingten Auslauf? Bedingter Auslauf ist aktiviert, aber Leistung wird noch aufgeschaltet. Dann habe ich das mit dem bedingten Auslauf nicht ganz verstanden, glaube ich. Achso. Dresden-Neustadt. Blenden wir mal auf, um die Aufmerksamkeit der Fahrgäste zu bekommen. Okay, hier stehen keine Fahrgäste. Ja, hier leckt es immer ein bisschen. Vor allem hier vorne bei dieser
Zigarrenfabrik. Fancy. Einfach schön. Die Fahrstoffe wieder raus und lassen nur rollen. Hier die Weiche links und die 60er Anknüllung für uns. Daher drücken wir auf PZP wachsam, sobald wir dran vorbei sind. Nämlich jetzt. So, und in 2 Kilometer müssen wir anhalten. Achso, oh Moment. Dann sollten wir natürlich auch bremsen. Hoffentlich ist kein Geschwindigkeitsprüfabschnitt hier. Den Rest erledigt die Schwerkraft für uns, denn es geht ein bisschen bergauf. Dann fahren wir gleich rechts vorbei am Dresdner Hauptbahnhof. Und halten dann auch dort an. Und da vorne haben wir dann die Ankündigung, wir haben halt zu erwarten. Ups. Drücken auf PZB wachsam. Das ist ein Kollege, den können wir grüßen. In der 112-156-5. Mit seinem Habinswagen. So, ist hier drin irgendwas? Ja, da vorne ist ein Dosto. Dann noch ein Talent 2. Gucken wir ganz kurz mal rein. Ah ja, ordentlich. So, wir müssen aber jetzt gleich hier vorne anhalten. Wobei erst da hinten, ja gut. Haben wir einen langen Güterzug, ne? So, 500er ist an. Und dann leiten wir die letzte Bremsung ein. Und kommen langsam zum Stehen.
Jawohl. Sehr schön. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Ja, dann verabschiede ich mich und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht das gut, tschüss und auf Wiedersehen.